bin gerade hier im Hilton Hotel zur zweiten Verhandlungsrunde der Eisen- und Stahlindustrie. Leider ist vom Arbeitgeber heute zu allen unseren Forderungen kein Angebot auf den Tisch gelegt worden. Und das finde ich sehr schade. Der Arbeitgeber hat damit heute eine Chance vertan. Ja, was wichtig ist, dass ein tragfähiges Angebot auf den Tisch gelegt wird, wo wir uns zusammensetzen können und das beraten können. Also das ist ja nicht vor und das vermisse ich eigentlich, dass auch in der zweiten Runde nichts gekommen ist, worüber groß darüber diskutieren kann. Es gibt bestimmt Unternehmen, die zurzeit nicht gut dastehen. Aber man muss das Gesamtvolumen sehen für die Eisen- und Stahlindustrie. Wir haben jetzt abgestimmt mit dem Arbeitgeber. Wir werden in Arbeitsgruppen gehen. Eine Arbeitsgruppe wird sich mit dem Thema Altersteilzeit beschäftigen. Die andere Arbeitsgruppe wird sich mit dem Thema Fahrgeld für die Strecke zur Berufsschule hin beschäftigen. Und wir hoffen also, dass wir da bis zum nächsten Verhandlungstermin, dem 25. November, mit dem Arbeitgeber einen weitgehenden Konsens erreichen werden. Lieber Arbeitgeber, legt was auf den Tisch, wo wir darüber diskutieren können. Kommt schnell zurück mit uns zusammen an den Verhandlungstisch. Lasst uns eine kurze, aber kräftige Tarifrunde durchführen, wo die Themen Altersteilzeit, Jugend und natürlich auch eine tarifäre Lohnerhöhung berücksichtigt sind, um endlich wieder Ruhe zu haben. Wir wissen, dass die Zeiten nicht rosig sind. Streik tut nie gut, tut uns nicht gut, tut dem Arbeitgeber nicht gut. Also das Günstigste wäre, es wird ein Angebot kommen, was die Kollegen akzeptieren können. Aber halt, wenn es nicht kommt, wir sind bereit. Wir als IG Metall in der Eisen- und Stahlindustrie sind hervorragend organisiert und wir haben überhaupt keine Angst davor, für unsere berechtigte Forderung auch auf die Straße zu gehen. Für alle die, die noch nicht in IG Metall sind, brauchen eine Heimat. Und das sind wir die IG Metall. Gerade in der schwierigen Zeit werden diese Leute stark davon profitieren, dass wir starke IG Metaller sind, dass starke Betriebsräte und Vertrauensleute in den Betrieben sind, um den Fortbestand der Arbeitsplätze mit zu garantieren. Und ich kann nur jeden einladen, kommt mit in die IG Metall. Bin ich jetzt, wann dann? Gerade in der jetzigen Zeit.